Hallo, ich zeige heute Ihnen, wie ich meine Haare daheim föhne über die Rundbürste. Und zwar, was ich dazu brauche, ist zum einen mal eine normale Haarbürste, zum einfach durchstrahlen. Eine Rundbürste, ich habe jetzt die Olivia Garden in der 45er Durchmesser. Abteilungsklammern oder ein Haargummi, was Ihnen einfacher geht oder was Sie haben. Ein Föhn und dann ich auch noch zum Föhnen eine Föhncreme. Das ist eine von der Kerastase für Hitzeschutz und Feuchtigkeit und die gegen Haarbruch. Ich tue als erstes meine Haare einfach mal durchstrahlen und tue dann noch von der Creme rein. Ich tue jetzt meine Haare noch ein bisschen anföhnen, dass sie nicht ganz nass sind zum Föhnen. Sie sind zwar schon relativ trocken, aber bei mir ist es so, erstens geht es schneller, wenn ich sie mit der Rundbürste bearbeite, wenn sie schon fast trocken sind. Und ich tue mit der Bürste eigentlich die Haare nur noch formen und nicht mehr spezifisch trocknen. Und meistens tue ich kopfüber föhnen, damit ich mehr Volumen habe am Ansatz, aber wir probieren es jetzt anders. Ich habe jetzt meinen Scheitel gezogen, so wie ich möchte, und mal hinten eine Abteilung abteilt für meine erste Föhn-Abteilung und der Rest einfach eben aus dem Weg gesteckt. Ich mache relativ grosse Abteilungen, weil ich habe auch eine recht grosse Bürste. Da müssen Sie einfach schauen auf Ihre Haarlänge und Menge und Bürstengröße, was Ihnen am einfachsten gelingt. Was jetzt ganz wichtig ist beim Föhnen, ist, den Föhn bitte immer mit so einem Aufsatz verwenden. Mir geht es am einfachsten so, wenn er so klassisch drauf ist. Anderen geht es einfacher so, dann müssen sie ausprobieren. Das spielt ein bisschen anders. Ich finde es so am einfachsten, wenn es mir halt gewöhnt. Der Vorteil von so einer Föhndüse ist eigentlich einfach, dass das Haar ganz gezielt auf einen Fleck, also genau auf die Bürste so drauf kommt. Ohne den ist es einfach so, pssst, und so, also trifft man nicht so richtig. Das heißt, die Haaroberfläche wird mit dem einfach nochmal schön geglättet und durch das gibt es einfach auch mehr Glanz. Jetzt, wenn man am Föhnen ist, immer weg vom Kopf föhnen, also in Richtung Haarspitze föhnen und nie so. Weil so geht's einfach, wird die Haaroberfläche aufgeraut und geht kaputt und wird sehr matt und nicht schön. Das heißt immer in Richtung vom Spitz föhnen. Mit der Bürste legt man den und föhnt eigentlich sozusagen ein bisschen an der Bürste vorbei. Also nicht unbedingt ganz drauf. Auch die Bürste möglichst nicht berühren. Es ist einfach jetzt wegen der Hitze und dass da nicht kaputt geht. Genau. Das ist eigentlich so das Grundwissen, das Wichtige, egal ob man lange Haare oder kurze Haare. So habe ich jetzt mal eine Strähne geföhnt. Ich tue einfach einen leichten Schwung reinföhnen mit dieser Bürste. Wichtig ist einfach, Ansatz zuerst föhnen und dann lange Spitzen bearbeiten. Einfach, dass es Volumen gibt und dass es schön trocken ist von Ansatz an. Und genau. Ich tue sie immer so eindrehen, dass es eben die Spitze schön nimmt und formt. Und dann am Ansatz mit der Kalttaste einfach noch ein bisschen auskühlen lassen. Thank you.
So, der letzte Teil bei mir sind Franseln. Wenn Sie jetzt einen Pony haben oder kürzere Franseln, das einfach schnell trocknen, dann empfehle ich es eigentlich, die zuerst zu föhnen. Einfach, dass Sie sie noch gut formen können, bevor sie trocken sind. Ich möchte, also meine sind jetzt noch nicht trocken, aber ich föhne es auch mit der gleichen Bürste wie der Rest. Und ich habe es gerne, wenn sie ein bisschen Volumen haben und wenn sie ein bisschen gegen hinten gehen. Deswegen nehme ich die Bürste mit dieser Hand, setze sie wirklich von Ansatz an und fülle dann mit dem Föhn so unten nur. Also wirklich senkrecht unten nur. Drehe es so ein und ziehe es schräg gegenüber, dass es so ein bisschen die Form hat. So, ich habe das jetzt geföhnt. Ich tue Franzen eigentlich auch gerade mit Lack ein bisschen fixieren. Vor allem von unten. Ich habe jetzt bei eigentlich fast allen Strähnen noch ein bisschen Lack drin. Ich kann jetzt da so ein bisschen durchwurscheln. Ein bisschen durchschütteln. Und wie Sie sehen, ich habe jetzt einfach so ein bisschen eine Bewegung drin. Ein bisschen Form und Volumen. Das ist eigentlich genau das, was ich wählen kann. Sie können jetzt auch, wenn Sie sagen, ich möchte mehr locken, die Strähnen, nachdem Sie es geföhnt haben und aus der Bürste nehmen, sagen wir jetzt, das ist die Strähne, die nochmal in dieser Form aufwickeln und festklipsen und dann am Schluss aufmachen, dann haben Sie noch viel mehr Bewegung drin. Genau, aber das ist das eigentlich das Ergebnis von mir. Jetzt können Sie auch noch mehr Haarspray drin tun oder wie auch immer. Oder ein bisschen Spitzenöl. Genau, danke vielmals.